Das Klügste, was man wirtschaftlich machen kann, ist Millionär zu sein. Wir haben quasi vor der Schlange gespielt, die an der Pommesbude anstand. Und die hatten alle keinen Bock auf uns. Okay, so. Wir haben uns letztens gefragt, ob HP Baxter noch raven geht. Moin zusammen und moin liebe Leoniden. Hallo. Lennart und Jakob. Hi. Schön, dass ihr zum Songtendern vorbeigekommen seid. Voll gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Endlich mal. Ja, total. Ich bin schon lange, gerade gesagt, ich bin sehr lange schon Fan. Und das freut uns. An der Stelle dann wie immer die Frage, in irgendeiner Weise Tinder-Erfahrung vorhanden? Nope. Nee. Gar nicht? Nee. Stimmt das eigentlich, wo wir wegen Dating und Kennenlernen, dass du deine Freundin tatsächlich in einer Leoniden-Sternschnuppennacht kennengelernt hast? Ja. Und um es noch schöner zu machen, ich habe, als ich noch nicht in Kiel gewohnt habe, habe ich immer bei Lennart gepennt und es war Lennarts Mitbewohnerin. Oh, das ich glaube, natürlich. Ich bin auch immer noch sehr glücklich mit ihr zusammen und ich glaube fest daran, dass Lennart das von vornherein geplant hat. Das ist viel besser als jede Online-Dating-Geschichte. Wir brechen an dieser Stelle ab. Alles klar, mach kurz. Wir lieben alle Musik. Wir spielen Songtinder, ganz einfach. Ich spiele euch ein paar Songs vor, wenn ihr sie mögt. Ab damit auf das grüne Herz. Und wenn sie aus irgendeinem Grund rausfallen, das rote mach du mal ansteuern. Aufs rote X, wisch mal. Hast du gehört? Eine astreine Bewegung. Dann bin ich sehr gespannt, was ihr zu eurem ersten Song sagt. Und der erste Song kommt hier, das ist dieser. Das ist ein massives grünes Herz. Ja, kann man nur feiern. Beyoncé, Irreplaceable. Warum kann man das nur feiern? Das kann man nur feiern. Habt ihr die... Die Netflix? Darf man Netflix sagen? Darf man sagen. Ja, cool. Es gibt auch Amazon Prime. Habt ihr das Konzert gesehen? Das, was auch immer dort. Das Ding, den Netflix-Film? Das ist ja eigentlich eher ein Konzert als eine... Die zwei Konzerte, ja, ne? Ja. Alter, so heftig. Wahnsinn. Ich habe auch wirklich im letzten halben Jahr, glaube ich, 10-mal ihren Live-Auftritt bei Opera angeguckt, wo sie Listen spielt. Einfach nur um... Und jedes Mal geweint. Ja, ungefähr so. Einfach auch, weil man ist ja durch Listen, kennt man ja eigentlich nur noch aus den ganzen Castingshows, weil plötzlich irgendwelche 8-jährigen Kids Beyoncé singen können und so. Und da hört man dann immer, wie krass das getuned ist im Nachhinein. Und ich habe halt so echt so gedacht, so jetzt höre ich die eine Note, die sie nicht trifft. Und es ist so krank. Aber gut. Sie hat sie alle getroffen. Es ist so krank gut, deswegen. Und auch, ja, politisch. Also da kann man wirklich nicht... Ich habe den Song auch ausgewählt, weil... Ich habe noch einen Satz von euch im Kopf, und wo ihr mal gesagt habt, es ist wirtschaftlich das Dümmste, was man machen kann, eine Rockband zu gründen. Dann habe ich kurz überlegt, was ist das Klügste, was man machen kann? Und dann dachte ich, das Klügste ist, Beyoncé zu sein. Ja. Was man wirtschaftlich machen kann. Oder? Das Klügste, was man wirtschaftlich machen kann, ist, Millionär zu sein. Auch, ja. Die Frage deswegen, wann habt ihr euch das letzte Mal A, geärgert, dass ihr so viele seid, und B, wann habt ihr euch das letzte Mal geärgert, dass ihr solche Musik macht? Ganz lange nicht mehr, oder? Nö. Nee, aber eine Zeit lang war das tatsächlich mal auch so? Auch nicht geärgert. Man stellt es nur fest, wenn man irgendwie gleichzeitig auftritt mit irgendeinem Hip-Hopper, der halt einfach erste Klasse mit seinem Mikrofon im Gepäck zum Gig fahren konnte und trotzdem viel mehr Geld gezahlt hat für die Anreise, dann ärgert man sich. Fürst ja auch immer einsam. Muss halt allein mit seinem Mikro reisen. Und wir sind Homies, yeah. Ja. Und wir haben Jamin. Hey, wer hat das schon? Das stimmt natürlich. Der nächste Song für euch, den wir haben, ist dieser Song hier. Ich kann es kaum erwarten, mit dir die Schritte zu gehen. Ich kann es kaum erwarten, kann unsere Zukunft schon sehen. Habt ihr ihn schon erkannt? Ich mach jetzt einfach so. Ein großer deutscher Pop-Artist gerade. Ich glaube, ich weiß auch, wer das ist. Vincent Weiss, ja. Genau. Kaum erwarten heißt der Song. Hat euch... Singt er darüber, dass er ein Kind kriegt? Ihr konntet diesen Song nicht erwarten. Ich möchte euch kurz etwas erklären. Singt er darüber, dass er ein Kind kriegt? Ja, er freut sich quasi darauf und kann es kaum erwarten, endlich Vater oder so zu werden. Ich glaube nicht. Also zumindest habe ich da nichts in der Pipeline gehört. LOL, habt ihr das auch? LOL. Ich habe noch kurz gewartet. Ich möchte kurz erklären, dass wir mittlerweile eigentlich auch viel so drauf sind, dass auch Musik, die einen im ersten Moment nicht so richtig kriegt, dass wenn wir feststellen, dass es von Leuten gemacht wird, die einfach gut drauf sind, dass man so einen anderen Zugang dazu kriegt. trotzdem. Den Zugang haben wir nicht bei ihm noch nicht gehabt. Wir haben nämlich mal vor Vincent Weiss gespielt auf einem Festival. Und da standen seine Fans in der ersten Reihe und die fanden uns doof. War das in der Schweiz beim Gurten? Genau. Und ihr habt dann gemerkt, wir können einfach keine Verbindung zu denen herstellen. Und das was macht bestimmt man dann? Auch nett, aber wir haben den halt noch nicht kennengelernt oder sowas, keine Ahnung irgendwie, aber wir würden uns das niemals. War das das frustrierendste Konzerterlebnis mit den Vincent Weiss Fans oder gab es noch deutlich frustrierende? Also, wenn das das Schlimmste gewesen wäre, dann. Was wäre denn das Schlimmste? Das, was uns auf einem Konzert jemals passiert ist? Oder passieren könnte?
Nee, sagen wir erstmal, was passiert ist. Wir haben mal in einem Freibad gespielt, da ist ein. Da waren einfach genau keine Leute da. Wir haben quasi vor der Schlange gespielt, die an der Pommesbude anstand. Und die hatten alle keinen Bock auf uns. Und irgendwann ist so ein Junge in Badehose über das Kabel gestolpert, was die Bühne mit Strom versorgt hat. Das Konzert noch zu Ende. Und jetzt kommen wir zum Finale. Das war der gleiche Tag, als wir vor 2 Jahren das Southside gespielt haben. Ja, wir mussten sehr dringend vom Southside weg, um da hinzufahren. Ab zum. Das hat sich natürlich gelohnt. Das war einfach geil. Rock im Freibad. Ja. Nächster Song für euch. Bin ich sehr gespannt, ob der ankommt oder nicht ankommt. Natürlich. Was ist das? Scooter. Mit Fire. So. Ah, na, nochmal. Dazu habe ich eine Geschichte, die kennst du. Ich wollte sagen, du hast. Es ist ein positiv traumatisches Erlebnis mit HP Baxter oder hat es dich nachträglich doch beeinflusst? Ja. Beides. Was ist passiert? Ich war ich war wahrscheinlich wirklich 7 Jahre alt und habe auf meinem Walkman den Track gehabt von Scooter und bin von meinem Vater zu meiner Mutter geflogen, von Saarbrücken nach Hamburg. Und dann ist HP Baxter im gleichen Flug gewesen und ich saß direkt hinter ihm. Und dann habe ich den Walkman so laut gedreht, dass meine Ohren richtig wehgetan haben, weil ich nur wollte, dass er das hört, dass ich seinen Track höre. Aber er hat es nicht mitgekriegt. Jetzt ist ja die große Frage, was wäre in deinem Leben anders gelaufen, wenn sich HP Baxter im Flugzeug umgedreht hätte, dich angesprochen hätte? Und gesagt hätte, du bist der coolste 7-Jährige, den ich kenne. Komm mit auf Tour! Hätte mir wahrscheinlich ein Autogramm gegeben und das hätte ich jetzt noch irgendwo. Aber sonst wäre alles genauso gelaufen. Lennart hat mein Leben im Griff, seit ich 5 bin. Der Plan ist komplett. Der hat das komplett gewusst. Über die Freundin bis hin zu alles. Der hat das alles geplant. Nee, wir haben uns letztens gefragt, ob HP Baxter noch Raven geht. Was meinst du? Ich würde auch denken, dass er so eine leichte Sven-Fäd-Ader noch hat. Also, dass er das doch noch mal macht und manchmal mit dem Hubschrauber doch noch mal raus will und dann vielleicht doch noch mal vorbeischaut auf so einem Rave. Nicht schlecht. Okay, nächster Song. Ja, sehr gerne. Der nächste Song für euch ist der hier. Alle Rapper draußen sind nur so, zwar bieten sich für Fame. Das brauch ich nicht, ich bin Juju, die Ritze will. Die Frage, ob es nur Juju ist oder? Nee, ist noch mit 2 anderen zusammen. Nee, achso. Juju mit Bachi und Rickline, wenn ich ihn richtig ausspreche. Oder Rickline. Hype heißt er. Wir haben jetzt Juju noch nicht kennengelernt. Aber wir machen trotzdem so. Kommt das Herz. Aber. Wir haben letztes Jahr ein paar Mal, als sie noch Sixten waren, mit denen auf Festivals gespielt. Ja. Und die sind schon echt lustig und ein nett. Erlebnis. Ja. Super. Und das sind auch echt krasse Konzerte. Ja, voll. Jetzt haben wir Nura haben wir jetzt schon kennengelernt, mit der haben wir quasi das vorletzte Festivalwochenende verbracht und auch richtig nice, gute, nette Leute einfach. Und halt auch mega wichtig für die Rap-Szene. So. Voll. Der Song heißt jetzt ja Hype. Ja. Und ich weiß, dass ihr das Wort Hype überhaupt nicht gerne mögt und es auch nicht so gerne in den Mund nehmt. Ne? Das hat ja alles so, sagen wir mal, richtig groß geworden und größer geworden ist es 2017, dann 2018 ist es noch weiter geworden, jetzt sind wir schon 2019. Kann man sagen, dass der Hype sich mittlerweile in Konstanz sozusagen umgewechselt hat und dass ihr sozusagen einfach da seid und angekommen seid und es geschafft habt? Fühlt sich das so an? Haben wir es geschafft, Lennart? Nein. fühlt sich überhaupt nicht so an. Also wir machen eigentlich das, was wir die ganze Zeit auch schon sowieso gemacht haben. Und es ist halt schön, dass immer mehr Leute kommen, aber es fühlt sich eigentlich ehrlich gesagt genauso an wie vor 2 Jahren. Also genauso aufregend, genauso flashig und ist ja genau das, was du beschrieben hast. Es wird immer, also wir können uns nicht, also wir haben gar keine Zeit, um uns an irgendwas zu gewöhnen, weil es dann meistens schon weitergeht. Es gab schon auch keinen Hype-Moment bei uns. Es gab keinen so krassen Peak in dem Karrieregrafen quasi. Es war schon relativ gemessen an Bands, die wirklich gehypt sind. Ja, die so hauen einen Song raus und dann sind alle dann explodiert es bei Streamingdiensten. Genau. Und so war das bei uns irgendwie nie. So, das Wort Hype kam auch, glaube ich, häufiger aus unserem Mund als aus dem Mund der Interviewer. Also es ist schon, wir sind dem auch ganz gut entkommen, glaube ich. Ihr seid relativ gesund gewachsen, wenn man das so sagt. Genau. Das ist nachhaltig und stabil. Nachhaltiges Band. Ganz genau. Green Band, was auch immer. Das ist ein Öko-Label noch drauf. Natürlich.
Also nachhaltig. Hypes, ihr seid sonst die erste nachhaltige Band. Ja, genau. Hypes sind wie so Kurzstreckenflüge. Das ist nicht gut. ihr seid quasi die Bahnfahrt der deutschen Band. Ganz genau. Wir sind der Nachtzug. Boah, das ist der Nachtzug der Musik. Eine Überschrift. Wir sind nach die der Mitfahrgelegenheit der deutschen Indie-Szene. Die Mitfahrzentrale. Die Mitfahrzentrale. Der nächste Song für euch Song. Ist der hier. What does Michael do? Das ist Eddie Murphy mit Party All the Time. Ja, den habe ich von einer Streaming-Playliste ja, von euch. Ja. Und dieser Song ist mir so sehr ins Gesicht gesprungen, dass ich mir nicht erklären konnte, was er da macht. Jarmin ist einfach... Party All the Time, ja. Party All the Time, Jarmin All the Folgt Time. Folgt unserer Spotify-Playlist. Es gibt auch andere Streaming-Dienste. Ja. Es gibt auch Deezer und Amazon Music. Apple Music. Trotzdem eine Spotify-Playlist. Ja. Das wird zwar nicht ändern. Und ja, Instagram, darf man das sagen? Darf man noch sagen, ja. Darf man das noch sagen? Das wird man ja wohl sagen. Da könnt ihr unsere Story gerne verfolgen. Jarmin ist derjenige, der diese Tracks rauskramt. Der findet die irgendwie. Der findet sie einfach. Oder ich glaube auch, sie finden ihn. Party All the Time, wenn man euch auf der Bühne sieht, ist das ja wirklich das komplette Freidrehen oder so. Aber ihr habt es auch selber immer beschrieben, eigentlich seid ihr eine relative Streberband. Das heißt, eigentlich habt ihr es am liebsten... Der eigentlich das Interview heute hier geben sollte, schläft noch wegen Party All the Time. Das stimmt. Ihr seid super durchgetaktet, am liebsten habt ihr die Bewegung im kleinen C geplant sozusagen. Mhm. Warum ist das so? Habt ihr so unfassbar viel Angst davor, dass irgendwas in die Hose gehen könnte? Ja, ganz einfach. Das ist ja auch ganz schön fragil alles. Also es gibt so viele Stellen, wo was irgendwie kaputt gehen könnte oder nicht klappen könnte. Und das, also auch so allein technisch. Wir sind ja irgendwie, wir haben ein relativ kompliziertes Setup und wir sind da irgendwie echt neurotisch. Ich habe das mal versucht zu erklären, dass man quasi versucht, so ein wildes Tier zu züchten. Und dann sind wir erst der Züchter und machen das Gehege nochmal schön, ne, machen alle Löcher zu und machen noch ein bisschen Futter in den Napf und ein bisschen Wasser. Und dann gehen wir auf die Bühne und wenn dann alles umfällt, dann fällt halt alles um. Gestern sind Sachen umgefallen, die sind noch nie umgefallen. Das ist das Interview der sensationellen Vergleiche. Es ist wirklich so, ne? Also einfach krass. Was ist gestern umgefallen, was noch nie umgefallen ist? Das Percussion-Stativ habe ich einfach, ich habe dran gewackelt eigentlich. Richtig Rock'n'Roll. Gestern musste ich zum Arzt nach dem Konzert. Ja, Lennart hat sich eine Platzwunde gehabt. Das habe ich gesehen. Oh, das war Mädel. Mann, Leute, das war so. An was hast Mädel. Du dir die Gitarre auf den Kopf gekriegt und dann wurde das so genäht. Tu nicht so, als hätte dir jemand rübergezogen. Ja. Oh, ich habe so eine Gitarre im Kopf. Lennart hat die so rumgeschleudert und mit der Kante so. Das ist eigentlich dumm. Das war noch nie passiert. Es gibt echt eine Beule, darum habe ich heute einen Hut auf. Der letzte Song für euch ist dieser hier. Oh, wow! Ist auf jeden Fall. Kann man das ist die, ja, auch vierfach. 1, 2, 3, 4. Das Einzige, was ich daran nicht mag, ist, dass es nicht die Live-Version ist. Doch, es ist die Live-Version aus Network. Ah, okay, dann nochmal. Dann mag ich deine JBL-Box nicht. Die gibt mir das Gefühl. Es gibt auch andere Boxen. Wie oft habt ihr diese... auch Sonos. Was haben wir denn noch alles? Bose. Wie oft habt ihr diese DVD angeschaut? Ich bin bei 5 Mal. Million Mal. Ich bin nur bei 5 Mal. Nee, ich hab das. Aber ich muss sagen, es geht mir hauptsächlich um Angels und Feel. Müsst ihr an diesen Stellen weinen oder was passiert da bei euch, wenn ihr so einen Robbie Williams hört, der so da auf der Bühne performt? Ja. Und die 120.000 Leute, die da mitkreischen. Die Leute. Wenn wir eine Sache nämlich gelernt haben als Band, ist, dass das Konzert nicht nur 50-50 von Band und Publikum abhängt, sondern noch so viel mehr vom Publikum. Wir haben echt Freunde, die kennen uns schon ganz lange und die habe ich alle gefragt, was hat sich bei uns verändert, was hat sich bei uns spielerisch verändert? Und die sagen, ey, macht das Gleiche auf der Bühne wie immer eigentlich. Natürlich spielt ihr ein bisschen besser, aber die Leute haben sich verändert. Die Leute kommen zu unseren Konzerten und haben genauso viel Bock wie wir. Meint ihr, dass ihr irgendwann einmal vor 100.000 Leuten spielen werdet? Ich glaube nicht. Mal abwarten. Aber, ja, mal abwarten. Es ist so viel passiert, was wir nicht gedacht hätten. Und wir sind so lange schon über den Punkt, dass wir noch so... dass man so ein Unglück mit sich trägt, weil man weiß, es muss noch weitergehen. Mhm. Wir sind wirklich an einem Punkt, wo wir einfach das... Ab jetzt nur noch einfach extra jetzt, zu genau. Luxus. Alles ist Bonus. Gestern, es waren einfach wirklich 25.000 Leute. Das ist eher wie eine Polizei eine Demo schätzt. Also eher ein bisschen vorsichtiger. So. Ey, ciao, das war der Hammer. Liebe Leoniden, vielen Dank fürs Songtendern. Vielen Dank. Danke. Ich habe noch eine letzte Frage an der Stelle. Die Leute, die uns jetzt bei YouTube gesehen haben, alle 25.000, 30.000 hoffentlich. Es gibt auch andere Streaming-Anbieter. Gibt es auch, aber in dem Fall nur YouTube. Es gibt eigentlich nur YouTube. Was sollten diese Leute jetzt machen, wenn die vielleicht auch noch andere Songtendern sehen wollen oder andere Videos auf unserem Das Ding-Kanal? Was denkt ihr, was sollte man jetzt in diesem Moment bei YouTube machen? Komm, wir sagen einfach das, was man machen sollte. Man sollte abonnieren, klicken und einfach auf den Channel gehen, checkt die Videos aus und das so. Genau.
Abonnieren. Und, genau, abonniert das Liken. Lasst mal Likes da. Kommi, gibt ein Kommi. Ein Kommi gleich ein Daumen hoch gleich. Bei das Ding, Amen. Und aber auch bei uns. Genau, das ganze Vokabular. Dann, vielen, vielen Dank. Dann kauft ihr alle unsere Alben und Konzerttickets. Liebe Leonie, vielen Dank.